Hey ho Leute und willkommen zurück zu Mind Path to Thalamus, wo wir beim letzten Mal hier in etwa aufgehört haben. Und ich habe im letzten Mal herausgefunden, wie ich das Rätsel lösen muss, glaube ich. Aber habe es noch nicht gelöst und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. So wie ich denke. Ich glaube, ich muss nämlich hier rein, dann kann ich die Kugel hier runterrollen lassen. Und dann löst die hinter mir das Portal aus. Wo ich, glaube ich, durchgegangen bin. Und deshalb woanders rauskomme. Boah, es ist hübsch hier. Voll nice hier. Gefällt mir. Hopp. Die ist echt voll hübsch hier. Hier sind Zahnräder. Macht ihr irgendwas? Ihr lasst was sichtbar werden. Okay. Und es tickt, wenn ich da reinlaufe. Cool. Ich glaube, wir brauchen eine Kugel. Sonst wird das wohl nichts. Aber da haben wir eine Kugel. Perfekt. Kugel da rein. Rein da. Bleibst du da liegen? Perfekt. Und dann können wir hier rüber. Okay. Nächste Mechanik gelernt. Danke, Spiel. Mit diesen Erklärungen kommt selbst ein Idiot wie ich zurecht. Ja, ja. So, kann ich jetzt hier einfach durchrennen? Ja, sehr schön. Ja, wo komme ich raus? Warum ist das Spiel so leise? Ist ja schlimm hier. Muss ich jetzt was heilen oder was kaputt machen? Ich dich hier ablege. Dann machst du Nacht. Warum machst du hier Nacht? Warum ist gerade Nacht? Ich bin verwirrt. Irgendwas ist da unten, irgendwie ist da unten eine Kugel reingekommen. Ich weiß nicht wieso. Ich folge einfach mal dem Weg. Wo komme ich raus? Habe ich alles richtig gemacht? Scheinbar. Zumindest scheint das wieder ein Ladescreen zu sein. Ich muss übrigens sagen, das Spiel hat echt schöne Musik. Es hat nur einfach viel zu selten Musik. Okay. Ich kann hier lang. Ups. Das Eis. Oh. Oh. Bleibt das auch Eis oder kann ich das auftauen? Hallo, ihr kleinen Vögelchen. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Ich hoffe mal schon. Wenn ich dich wegwerfe und dich wegwerfe, taut dann das Eis? Okay. Ich hatte Bedenken. Ich habe es dem Spiel zugetraut, dass dann auf einmal das Eis taut. Dann werfe ich dich da rein. Ist jetzt das... Okay. Okay. Bei Nacht werde ich wohl... Ja, okay. Voll von Laserstrahlen gefangen gehalten. Na dann. Dann machen wir mal wieder Tag. Nichts wie raus hier. Raus hier. Nein. Ich war zu langsam. Okay. Wir kriegen das besser hin. Ganz bestimmt. Irgendwann. Wenn ich einmal groß bin. Ja, raus hier. Ja, geschafft. Oh, da hinten ist das Bäumchen. Wo wir hinwollen. Aber ich glaube, da jetzt zu Fuß hinzugehen, wäre nicht die beste Idee. Ich glaube, wir müssen die Kugel da reinwerfen. War das zu fest? Rollt sie wieder rein? Bleibt das Ding da? Bitte? Ja, es bleibt da. Sehr schön. Perfekto. Jetzt können wir hier rüber. Yay. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Oder so. Läuft immer noch über Eis. Es ist...
sicher hier lang zu laufen? Okay, hier sind Pollendinger und wenn ich reinkomme, entsteht dort ein Portal. Ich glaube, es ist ein Portal. Bin mir nicht sicher. I could have helped her. That was my cross to bear. But we shouldn't have even been there in the first place. For that, my cold-hearted bastard of a father was to blame. But I never told him. I never faced him in life. Okay. Also du bist ein Portal. Wo führst du mich hin? Führst du mich weiter zu dem Baum? Hm? Yeah, Musik. Oder Töne. Wie auch immer. Jetzt sagt mir nicht, dass Musik aus Tönen besteht. Ich weiß. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Was passiert hier? Warum passiert das hier? Hallo, kleine Kugel. Kann ich dich hier hinlegen? Passiert irgendwas? Ist dadurch jetzt hier vorne das Ding entstanden? Macht auf jeden Fall Geräusche. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Gänsehaut durch die Geräusche eben, also auch durch die. Durch das, was auch immer gerade passiert ist. Ah. Ich bekomme von so Tönen und sowas schnell Gänsehaut. Bling. Seeing my daughter again? It was a comforting memory. I was a lucky dad compared to my father. Oh yes, clever girl. Sophia has shielded herself in a closet. It tumbled over and she got trapped. Somehow that had been enough to save her from the tornado. But I wouldn't know that until many years later. Okay. Kann ich dich, danke, mitnehmen? Danke. Oh, die Dinger gehen wieder aus. Ich hätte... Ich würde sagen, ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn sie anbleiben. Wovon sind sie abhängig? Von den Steinen hier? Okay, scheinbar. Ah, dann ist die Kugel aufgetaucht und deshalb... Okay. Okay. Ah, gruselige Ambient-Geräusche. Schreiende Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie aus Spaß schreien, also ob es irgendwie... So eine Jahrmarktmenge ist, oder? Ja. But I never saw my sister again. I knew what death was, but I was still innocent enough to believe that maybe if I wished really, really hard. But no. What I truly believed for so long was that he was lying to me about it. She was alive somehow, and my own father had taken her away from me. I did confront him with that, loudly and often. I saw nothing but his anger. Okay. Wo sind wir? Wo sind wir hier? Wir
brauchen von irgendwo wieder eine Kugel. Die ich aber schon gesehen habe und die irgendwo hier lag. Da liegt sie. Ich habe die Kugel. Wenn wir damit weitergehen, dann kommen wir doch erstmal durch die Portale durch. Okay. Dummer Gedanke. Hier durch zurück. Jetzt bin ich wieder hier oben, jetzt kann ich hier runter. Ja. Perfekt. Dich jetzt hier reinlegen. Dann kann ich weiter? Ja. Komm ich hier hoch? Nein. Ah, ich falle. Bumm. Hier durch und dann komme ich da oben raus, oder? Ja. Jetzt können wir weiter. Sehr schön. Warum bin ich unterm Eis? Generell, was passiert hier? Irgendwie sehen diese Eiskonstruktionen ein bisschen gruselig aus. Weiter. Bin ich jetzt hier raus? Darf ich hier raus? Danke. Da darf ich wieder zurück? Ich möchte doch nicht hier raus. Was passiert hier? Das ist also heute. Will ich da rein? Also will ich da drunter? Oh, die Fußstapfen hinterlassen so Dingens. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay. Machst mir Angst. Kann ich die Fußstapfen kontrollieren? Kommst du mir hinterher? Hi. Ich bin mir nicht sicher, ob mir der Fußstapfen folgt. Wir gehen jetzt gleich mal dahin und schauen mal nach. Geh mal beiseite, lieber Fuß. Da müssen wir hin. Da kommen wir doch hier an, oder? Kommen wir an? Nein, wir kommen nicht an. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Ist aber nicht nah genug. Das wird nicht reichen. Oder? Hep. Das reicht noch nicht. Wir müssen ein Stückchen näher, lieber Fuß. Ein Stückchen noch. Oh, das könnte reichen. Großer Fuß. Ich hab dich lieb. Was stampft hier in unseren Gedanken nach uns? Da kommen wir jetzt aber hin, oder? Stimmt. Bitte. Ja. Wo sind wir? Können wir uns bewegen? Hallo, liebes Spiel? Hast du dich verbuggt? Okay, ich habe hier an der Stelle mal einen kleinen Cut gemacht, weil irgendwie ging es nicht mehr weiter. Ich glaube, wir sollten hier landen, nachdem wir durchs Portal gegangen sind. Ich weiß es aber nicht, es ging einfach nicht mehr weiter. Also ich habe, glaube ich, noch ein bisschen was davon gesehen, aber es ging nicht weiter. Ich habe es auch noch mal ein zweites Mal probiert und dann kam ich an derselben Stelle raus. Also sind wir jetzt hier. Das war der nächste Punkt, zu dem ich springen konnte. Und ich bin gespannt. Kennen wir das schon? Also, klar kennen wir hier diesen Raum schon, aber
Waren wir wirklich in genau dem Raum? Irgendwas macht Geräusche. Ist ein Loch. Was passiert, wenn ich da reinspringe? Ich lande wieder am Anfang. Okay. Irgendwas macht regelmäßig Geräusche. Oh, da ist eine Kugel. Die aber in das Loch fällt. Wir können aber auch nicht rüber, ne? Das geht nicht. An keiner Stelle. Okay. Okay, mir gefällt dieses Rätsel jetzt schon wieder. Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, heißt, die Teile werden uns wahrscheinlich eingrenzen. Das ist das Geräusch jedes Mal, wenn die Kugel zurückgesetzt wird, quasi. Oh, ich habe eine Idee. Komm mal zurück. Ah, es war zu spät, oder? Ja, es war zu spät, verdammt. Kleines Stückchen früher noch. Ich habe die Reichweite von hier diesem Feld unterschätzt. Auf jeden Fall will ich es so stoppen, dass es runterfällt. So. Weil jetzt hält diese Lichtkugel die Lichtkugel offen. Perfekt. Also sorgt dafür, dass die Lichtkugel da bleibt. Wegen der Lichtkugel. Macht Sinn. Nein? Okay. Warum ist es dunkel geworden? Okay, durch hier. Okay, wir sind hier gelandet. Das wollte ich nicht. Okay, wir können hier einmal außen drum herum. Dann nehmen wir die Lichtkugel wieder raus und dann können wir hier zurück und können wahrscheinlich den Spiegel anschauen. Jetzt löst sie sich auf und wir können zurück in den Raum, wo ja, fast alles angefangen hat, würde ich mal sagen. Okay. Hallo, schöner Spiegel. Pling. Und damit würde ich mal sagen, war es das für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, euch in den nächsten Folgen wiederzusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Hallo, schöne Wand. Ja, ja. Ciao.